Die Zitadellengarde Vechta ist eine Kompanie vom Bürgerschützenverein. Der ehemalige Fanfarenzug existiert seit 1975 und hat heute mindestens 10 Auftritte pro Jahr. Was einst eher bescheiden begann, ist heute kaum noch wegzudenken. Geblieben ist der Vorsatz, dass hier nur Mädels spielen. Anfangs sind wir mit 3 Stücken aufgetreten. Das hieß dann immer Stück Nummer 1, 2 oder 3. Das war der Fanfarenmedley, die Lichtensteiner Polka oder die Riverside. Und das waren halt Marschmusikstücke. Und wenn man jetzt so überlegt, wir spielen ja schon auch jetzt außer Big Band Musik oder Kirchenmusik oder das, was uns einfach alles so gefällt, was umzusetzen ist mit unseren Instrumenten halt, weil wir nur Blasinstrumente und Schlagwerk haben. Nicht nur die 32 Mitglieder vom Verein haben sich angefreundet, auch mit anderen Musikvereinen werden gemeinsam Stücke gespielt und Freundschaften gepflegt. Einige Vereinsmitglieder bringen mittlerweile schon ihre eigenen Töchter mit. Die Zitadellengarde versteht sich als eine Art Familie, die immer weiter wächst. Man versteht sich, man kann immer mit allen reden und das ist einfach so schön. Und also mir fehlen hier keine Jungs. Also ich finde das super, dass wir nur Mädels sind. Man kann sich immer austauschen. Also ich finde das hier super. Also ich fühle mich richtig wohl hier. Jeder ist für jeden da. Das finde ich immer total klasse, wenn man dann mal in Not ist oder dass sie dann anrücken und dann bei mir zum Beispiel Fenster putzen, wo ich so krank war und so. Das finde ich super ist das. Und das ist eine tolle Gemeinschaft, ist das einfach. Auch wer keine Noten lesen kann, ist bei der Zitadellengarde willkommen und erhält Unterstützung von den Musikern mit Erfahrung. Das Besondere ist der Einzelunterricht und die Extraprobe in kleineren Gruppen, sodass jeder gut mitkommt und alle ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Die Instrumente werden übrigens gestellt. Bleibt nur noch die Frage, wie denn den Jüngeren die traditionelle Marschmusik überhaupt so gefällt. Für mich normal, also es gehört dazu und es ist auch normal, wenn man jetzt marschiert, dass man auch im Marsch marschieren muss und das gehört für mich dazu, also es war für mich nie befremdlich, dass jetzt Marschmusik gespielt wird und es wird ja auch neue Musik wie Eye of the Tiger gespielt und das ist ein gesunder Mix. Weitere Infos gibt es auf www.zitadellengarde.de oder auch auf Facebook. Jeder ist zu einer Schnupperprobe willkommen.